Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist wieder soweit, ich zeige euch meine Funko-Neuzugänge. Das habe ich schon länger nicht gemacht und bei mir im Hintergrund, im Regalhintergrund sind immer neue Funkos zu sehen und ich werde dann öfter mal gefragt, hey, was hast du denn jetzt für neue Funkos? Und ich habe mir gedacht, ich zeige sie euch mal, weil es jetzt noch nicht ganz so viele sind. Ich werde die Nahaufnahmen allerdings am Ende des Videos von allen Funkos einblenden. Ja, ich denke, das ist ganz gut so. Wenn ihr Lust habt, die dann noch zu gucken, könnt ihr das machen. Wenn nicht, dann zeige ich euch sie jetzt hier. Und ja, diese Funkos sind natürlich nicht alle auf einmal angezogen. Die sind halt nach und nach eingezogen, jetzt seit dem letzten Video. Es sind auch nicht so viele, es sind 2, 4, 6, 8, 9 Funkos, die ich euch hier zeige. Und ja, ich sage euch natürlich auch immer gerne dabei, wo ich die kaufe. Fangen wir an mit dieser super süßen. Ich habe hier eine Rory Gilmore und natürlich musste die Lorelei Gilmore dann auch dazu. Die gehört natürlich dazu, genau wie die Suki. Die Suki habe ich zwar noch nicht, aber ich habe jetzt die Lorelei mit ihrem super süßen Kaffeebecher und allem und ich liebe sie wirklich sehr. Die habe ich bei Amazon gekauft. Weil ich glaube, so richtig hier in Deutschland gibt sie nicht zu kaufen. Verbessert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Aber ich habe sie nirgendwo in so einem Deutschland-Shop gesehen. Weswegen der Versand von ihr schon 2 Wochen gedauert hat. Aber das war sie dann auf jeden Fall wert. Und ich mag sie sehr gerne. Dann habe ich dieses Schätzchen. Ich habe mich so gefreut, als er rausgekommen ist. Und zwar ist es der hier. Der Rafiki mit dem kleinen Baby Simba in der Hand. Ja, es gibt ja von der König der Löwen 2 neue Funkos. Einmal den Simba mit diesem Blätterstrauß und im Kopf. Und den hier. Und ja, den fand ich einfach zuckersüß. Den musste ich sofort kaufen, als er rauskam. Und den habe ich bei EMP bzw. EMP. Also ich sage immer EMP. Habe ich bei EMP gekauft. Und ja. Dann dieser super schnuckelige, der Niffler, der ist so süß mit seinen Münzen in der Hand und hier so in dieser Bauchtasche und er sieht einfach super süß aus, wie so ein kleiner, niedlicher Kuschelteddy und ich finde, er ist so süß in meinem Regal, ich mag den einfach mega, mega gerne und auch den habe ich bei EMP gekauft, ich glaube, alle anderen Funkos, die ich euch jetzt zeige, habe ich bei EMP gekauft, außer wie gesagt, die Lorelei und ja, er ist echt ein kleines, süßer Schmuckstückchen. Dann, den habe ich geschenkt bekommen. Über den wollte ich schon so ewig lange haben. Und dann wollte ich ihn mir bei EMP bestellen. Und dann gab es den aber nicht mehr, beziehungsweise sie gab es dann nicht mehr. Und ja, dann habe ich ihn sie geschenkt bekommen. Und zwar Professor McGonagall darf natürlich in meiner Harry Potter Sammlung nicht fehlen. Die gehört natürlich dazu. Und ich finde die so cool mit diesen zugeschlagenen Augen und dem Finger. Also das passt total. Mag ich sehr gerne. Und ich freue mich total, dass ich die hier habe. Dann, wo wir gerade schon bei Harry Potter sind, durfte natürlich auch dieses neue Schmuckstück hier nicht fehlen. Es gibt ja neue Harry Potter Funkos und ich habe auf die gewartet, weil ich habe mal zu meiner Mama gesagt, warum gibt es keine Funko von der? Und ja, jetzt gibt es sie und zwar von der lieben Ginny Weasley. Die gehört natürlich irgendwie total dazu, schon allein wegen der Beziehung zwischen ihr und Harry Potter. Und ja, ich finde die auch super hübsch. Es gibt noch eine andere Genie im Quidditch-Outfit, die finde ich noch toller. Aber ja, die andere Genie habe ich halt nicht gesehen und deswegen habe ich mir die geholt. Ich mag sie sehr gerne. Ich finde das immer süß, wenn Mädchen so rote Haare haben. Also bei den Funkos finde ich das total niedlich. Dann habe ich noch eine weibliche Funko und zwar die Queenie. Die finde ich so toll in den Filmen, ne? Die ist einfach so ein richtig sympathischer Charakter und ich bin wirklich gespannt, was sie noch mit ihr machen werden in den nächsten Filmen. Ich mochte Queenie sehr, sehr gerne. Ich fand die total lustig und süß und alles. Und die Funko von ihr finde ich auch super, super hübsch. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mir die auch. Jetzt fehlt mir noch der Jacob, aber den finde ich irgendwie nicht mehr. Also den, als ich da das letzte Mal geguckt habe, da gab es den auf EMP nicht mehr so richtig. Aber ja, ich hoffe, dass es den bald wieder geben wird, damit meine Queenie auch einen Jacob hat. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten 3 Funkos, die auch alle zu einem Thema gehören, beziehungsweise zu einem Film. Und zwar geht es um Die Schöne und das Biest. Das ist die Uhr, der Herr von Unruh, heißt er, glaube ich. Und ja, also die Uhr und Lumière, die sind ja echt, also alle aus Die Schöne und das Biest sind so unschlagbar. Und deswegen durfte er hier nicht in meiner Sammlung fehlen. Genauso wenig wie besagter Lumière.
Die sind auch einfach so süß. Die sehen so süß aus in meinem Die Schöne und das Biest Regal. Ich habe ja ein extra Schöne und das Biest Regal, weil Die Schöne und das Biest gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Und ja, deswegen musste ich die eigentlich auf jeden Fall alle haben. Und dann auch schon die letzte Funko ist Madame Poutine mit Tassilo. Und der Tassilo, der hat wirklich tatsächlich hier so eine kleine Einkerbung in der Tasse und ich finde ihn so süß. Ich finde die einfach alle so süß, auch diese Tasse. Ich habe auch eine richtige Tassilo-Tasse, die habe ich von meiner Mama geschenkt bekommen, weil die weiß, wie süß ich Tassilo finde. Und ja, das sind meine neuen Funkos. Das war's auch schon. Es sind wirklich tatsächlich diesmal nicht ganz so viele. Was heißt nicht ganz so viele? 9 Stück. Ich dachte eigentlich, ich hätte mehr. Es kann auch sein, dass ich euch jetzt hier irgendwas unterschlagen habe. Aber ich meine, ich habe euch die alle schon im letzten Video gezeigt und ich will ja natürlich auch nicht alle doppelt zeigen. Das waren auf jeden Fall meine neuen Funkos und es kommen immer mehr neue raus. Ich überlege auch, ob ich mal so eine Funko-Wunschliste machen soll. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr da Lust drauf hättet. Und schreibt mir natürlich auch in die Kommentare, was ihr so alles für Funkos habt. Ich liebe es einfach, auch Funko-Sammlungen bei anderen zu schauen. Ich finde das immer so toll, weil es gibt auch so viele Funkos, die so hübsch sind, wo ich die Serien oder die Filme nicht kenne. Und ja, deswegen gucke ich sowas immer gerne. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ja, ansonsten würde ich das Video jetzt an dieser Stelle beenden und sagen, Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!